Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMSI 2 Let's Play mit mir und Peter. Wir befinden uns immer noch auf König Wustenhausen und fahren jetzt die Linie 735 von der S-Bahn-Station aus, von der S-Bahn-Station aus fahren wir jetzt in Richtung Königswinter Wustenhausen, ne? Die Linie 737, deswegen würde ich mir sagen, Handbremse lösen und ab dafür. Wir fahren heute mit dem C2 Überlandbus. Hoppala. Genau, mit dem C2 Überlandbus von Rheinhausen. Ich habe mir heute gedacht, daher kommen wir schon mit dem Bus. Und ja, Überland passt ja eigentlich. Deswegen werden wir doch mal die Fahrgäste auch einsteigen lassen und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Unterhaltung. Morgen! Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja. 2,10 Euro. 50, 3, 4... Bitte schön. Guten Tag. Moin. Einmal wieder Kurzstrecke. Und einmal die Kurzstrecke 1,20. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag steht. Eine Tageskarte. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Genau, heute mit dem Überland C2. Weil ich mir gedacht habe, hey, komm nicht mal den Überlandbus. Und, boah, passt ja, ne? In der Testlackierung und fertig. Boah. Und da fahren wir jetzt dann. Ja, ich finde die Karte echt also super gut gemacht und ich bin da sehr zufrieden. Also, ja, das passt eigentlich. Es gibt jetzt auch nicht so irgendwelche so Abschnitte, wo gar nichts in Ordnung ist, aber hier, boah, sehr zufrieden. So. Genau. Ja, wir haben dann insgesamt noch, glaube ich, 3 Linien, die wir noch machen müssen. Dann sind wir eigentlich schon durch. Und von daher passt es ja dann auch. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, der kommt, nimm schon mal den C2 und Alter. Warum nicht auch mal als Überland? Kannst du den Bus auch mal nutzen und von daher passt es. Ja, ich nehme die Folge heute am Mittwoch auf, ziemlich früh eigentlich, morgens um 6 Uhr. Boah, hab meinen Schlaf, den ich hatte, wieder nachgeholt.
Beziehungsweise wo ich ein bisschen, wo ich drin hatte. Und ja, warum nicht, ne? So, da bimmelt jetzt das Ding vom Zug. Okay, da fahren wir doch mal lieber leicht rüber. Zur eigenen Sicherheit. Hallo, eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, jawohl. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Morgen. Hallihallo. Servus. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Jo, eine Tageskarte also. Naja, gut. So. Dankeschön. Bitteschön. Ja, also ich bin wirklich mit der Karte sehr zufrieden. Und ja. Klar, manche Stellen könnte man sagen, okay, hey, wir bauen noch hier so ein paar Ampeln ein oder so. Aber hey, passt schon. Boah, das fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, aber...
Fahrkarte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, zum Beispiel hier beginnt dann auch die Linie 724 zum Krankenhaus quasi. Danke. Und ja. Guten Morgen. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Genau, die kommen dann auch noch dran. Die wird es einfach dann wahrscheinlich dann morgen geben dann. Ja, genau. So, 210, 250, 3, 4, 6, 8, 10. Danke. Bitteschön. Genau, die wird es dann wahrscheinlich dann morgen geben. Ja, ich versuche immer so pro Tag eine Umsi-Folge unter Dach und Fach zu bringen. Wenn alles immer so gut gelingen würde. Aha. Aber, ja, müsse gehen. Boah, was ist das hier? So. Da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Das gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Guten Morgen. Ups. Eine Hallo. Kurzstrecke, bitte. Die habe ich hier komplett übersehen gehabt. Hi, eine Kurzstrecke, bitte schön, 1,20. Danke. Bitte schön. Und einmal normal, bitte. Einmal normal. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, Omsi? Omsi, hallo. Omsilein. So. Jetzt schauen wir uns mal den Bus an, wie voll der gerade ist. Ja, angenehm voll. Also hätte man auch einen Gelenkbus nehmen können. Aber ich habe mir gedacht, nö, komm, nimm schon halt mal den normalen. Das passt auch. Von daher, ja, bin ich zufrieden. Genau. Boah, das ist ja. Ja, Wetter habe ich heute mal keins umgestellt, weil ich gedacht habe, ne. Komm, lass es mal. Und von daher passt es. Aber fahren wir mal vernünftig hier. Anständig fahren. Morgen, hallo. Morgen. Moin, moin. Thank you.
Hallo. Einmal normal, bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Hallo. Ja, die meisten denken sich, warum ich gerade so ein bisschen ruhig bin. Es ist doch morgens und ja, ich bin noch nicht so ganz der Fülle. Deswegen habe ich mir so gedacht, nee. Bisschen weniger reden tut auch gut. Und ja. Oh. Ich hätte gern eine Tageskarte. Mit Sicherheit. Danke. Bitteschön. Einmal Kurzstrecke, bitte. Ja. Danke. Bitteschön. Ja, es ist immer schön, wenn man so verschiedene Sachen fährt und es macht auch Spaß. Ja, bekommen Sie doch das. Wie schön. Ja, ich bin also mit der Karte sehr zufrieden und sehr angetan. Also deswegen, ja, also würde mich freuen, wenn die Karte auch mal ein Like bekommen würde, denn boah. Vielleicht, wenn wir dann in nächster Zeit mal ein bisschen mehr Sachen machen, wo. Ja, wo ein bisschen mehr der Anreiz rauskommt. Denn, geplant hatte ich jetzt auch, oder eigentlich noch, die Linie, oder vielleicht nochmal Arnheim-Lorenzbach zu machen. Und was danach noch passiert, ja, ich weiß nur, dass jetzt im April soll ja die Karte von Kevin Nitschmann rauskommen mit Düsseldorf. Und ja, ich bin da mal gespannt, ob das nicht wieder der gleiche Abklatsch wird wie bei Gladbeck oder bei Metropole Ruhrgebiet. Muss man schauen. Und ja, vielleicht. Darf ich Let's Plays machen für die Karte oder vielleicht mache ich Karten, für die Karte ein Let's Play, ich weiß noch nicht. Das entscheide ich aber dann spontan. Da müsst ihr euch dann noch gedulden, ne? Bis die Karte auf jeden Fall herauskommt. Jo, wir fahren jetzt auch schon zur letzten Halt hin. Und das wird dann in sein gleich am Bahnhof. Und deswegen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut. Und dann bis zur nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator mit mir und Peter. Bis dahin, stay positive, positiv denken und ciao, ciao.